denn hier los? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Gameplayerin, da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Ich wollte mit dir auf ein kleines Abenteuer gehen. Es gibt da einen Ort, den wir schon seit Ewigkeiten nicht besucht haben. Komm mit! Onu? Es ist eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal hier waren, Gameplayerin. Ist das nicht der gleiche Ort? Als Kinder waren wir oft hier. Ja, ich sag mal, schöne Erinnerungen, geht ja um Kindheitserinnerungen, ne? Gameplayerin, du hast es nicht vergessen? Es ist schon lange her, dass wir die Zeitkapsel vergraben haben. Oh. Weißt du noch, was drinnen ist? Nein? Ja, tue ich. Wir haben uns versprochen, dass wir zurückkommen und sie gemeinsam ausgraben. Sie ist wirklich noch hier. Die alberne alte Zeitkapsel, die wir zusammen gebaut haben. Und es sieht nicht so aus, als ob die Dürre Auswirkungen auf sie hatte. Ah, Gameplayerin, erinnerst du dich daran? Es war dir sehr wichtig. Ich hätte damals, als wir die Kapsel vergruben, nie ahnen können, dass du es sein wirst. Dass du die Person sein wirst, für die ich es aufbewahrt habe. Bitte, ich will, dass du es nimmst. Danke, Gameplayerin, dass du es annimmst. Du bist jemand ganz Besonderes für mich. Oje. Teenie, Liebe, Hilfe! Ja, dann werden wir mal schauen, was wir heute noch so machen können. Getrockneter Blumenkranz. Jetzt konnte ich es leider nicht sehen, aber ich gehe mal davon aus, das war einer für den Kopf. Ja, wir müssen die Harmonie verbessern. Jetzt weiß ich gar nicht, müssen wir jetzt noch irgendwas mit Kazumi machen? War das jetzt nur wegen der Kinder? Können wir noch was machen? Nee, anscheinend nicht. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Eine Sache würde ich mit euch allerdings gerne noch machen. Und zwar von den Wiesenquartieren aus rechts rum. Was haben wir denn hier schon wieder? Eieiei. Die wollen irgendeine Verbesserung, glaube ich, haben, ne? Da. Was denn? Ach so, habe ich schon. Ja. Blöd, Mann. Ich glaube, da habe ich noch irgendwas offen, dass ich noch was machen muss. Nee, steht hier aber gar nichts drin. Aber ein T-Shirt habe ich noch. Das müsste ich. Ich weiß gerade gar nicht, wo die jetzt ist. Den können wir. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir den noch einziehen lassen können. Douglas. Okay. Traumjob Café. Mal schauen. Doch, einen Platz haben wir auf jeden Fall noch. Da setzen wir dich jetzt mal rein. In der Hoffnung, dass du dann auch etwas produzierst. So, Moment. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den noch ins Café setzen können. Wir haben ja gar kein Café, oder? Ja. Ich suche das Gebäude, während ich auf der Liste der Leute bin. Oh, Leute. Café. Nee, das Café ist schon voll besetzt. Stadtgartenbibliothek. Könntest du dich nicht auch mit der Bäckerei zufrieden geben? Eieiei. Können wir denn eventuell noch ein Café bauen? Die haben wir. Frage ist, haben wir da noch Platz für? Weil das ist ja doch ein bisschen... Obwohl, doch, unsere Siedlung ist doch recht groß, sehe ich gerade. Aber da, wo ich es gerne hätte, da haben wir natürlich keinen Platz. Dann machen wir hier ein hübsches, kleines oder großes Café beim Stadtgarten. Stadtgarten? Also bei dem Ding da hinten auf jeden Fall. So.
So, dann kann der das nämlich später nutzen. Dann, ich glaube, hier war jetzt nichts, was wir einfordern konnten. Nein, haben wir nicht. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Auch nicht. Douglas gehört jetzt zu diesen Quartieren. Das ist schön. Moment, Ziel. Frühstück ist fertig. Was, wie, wo? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Ziel war. Aber was ich jetzt eigentlich mit euch mal schauen wollte, von den Wiesenquartieren rechts rum, da ist jetzt nur das neue Gebiet. War das denn hier? Ich habe nämlich irgendwo, als ich offline den Weg nach Hause gesucht habe, eine Brücke freigeschaltet. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt aber nicht mehr, wo es gewesen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ah, war das das hier? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir danach noch nicht geguckt haben. Die sieht richtig schick aus hier. Nee, da haben wir auf jeden Fall noch nicht nachgeguckt, weil wir haben jetzt gerade ein Naturschutzgebiet gefunden. Scheint, als sei sie stabil genug für einen Immerling. Können wir gerne einstellen? Ja. Okay. Können wir denn jetzt auch nochmal mit ihm sprechen? Ich mag die Motte. Na gut. Beim ersten Mal konnten wir irgendwie einstellen, was wir eigentlich hier haben wollten. Aber anscheinend kann man das nicht mehr. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier sind gar keine Fische im Teich. Sauerei. Oder könnte man das an der Tafel machen? Aber ich glaube nicht. Was ist denn da hinten? Es geht so. Aber da waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Da ist ein Steg. Ach, das ist hier das Gebiet mit dem riesigen Wasserfall. Ah, okay. Ja, aber ich schau mal eben, wenn ich jetzt hier unten auf das Schild. Doch. Ach, das war mit dem Schild. Nee, da kann ich es aber anpassen. Moment, Blumen verwalten? Ach so, kann ich nicht. Ja, ist logisch. Machen wir da mal eins rein. Bäume. Tropfen. Irritierend. Reichhaltig. Behaglichkeit. Keine Ahnung, machen wir die mal hier rein. Insekten. Friedlich. Wovon haben wir denn wenig? Glänzend. Friedlich. Fülle. Mussten wir nicht noch eine Raupe mit Fülle abgeben? Fällt mir gerade auf. Schillernd. Schillernd haben wir natürlich hier auch nicht wirklich oft. Staubig allerdings auch nicht. Freundlich, schön freundlich. Seelenruhe, das hört sich schön an. Wir nehmen mal die Seelenruhe. Und Kopie, Fülle. Kleinen Moment. Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Anruf drin. Ich habe schon gedacht, dass die Schule von meiner Tochter angerufen hat, aber die waren es nicht. Ja, ich war bei den Fischen. Jetzt bin ich hier komplett raus. Das ist auch Seelenruhe. Dann nehmen wir doch mal die. Okay, ja, warum kann ich eigentlich... Ah, ich musste auch Miora bezahlen, fällt mir gerade ein. Warum kann ich ja eigentlich keine Blumen verwalten? Ich habe doch so viele, oder nicht? Ich habe echt nur hier die... Na gut, okay, dann haben wir jetzt schon mal eins eingerichtet. Sehr schön. Da müsste ich dann auch noch mal gucken bei dem einen Naturschutzgebiet, weil da habe ich, glaube ich, nichts eingerichtet, weil ich doof natürlich mal wieder vergessen habe, wie es ging. Ja, wenn man das nicht regelmäßig macht. Oh, Moment, hier ist eine Truhe angezeigt. Sehr schön. Was haben wir euch denn da? Was haben wir denn hier Schönes? Rosa Tapete haben wir auch direkt bekommen. Keine Ahnung, wie wir die aus dem Naturschutzgebiet bekommen. Aber, Moment, das ist eine Blume. Bereit zum Einfordern. Sehr schön. Okay, machen wir das doch direkt mal. Da. Ja, so. Gemischtwarenladen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder was Neues bauen darf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann schauen wir jetzt mal eben.
So, das Naturschutzgebiet ist das, was wir jetzt neu haben. Und ich meine, hier habe ich noch nichts eingerichtet. Obwohl, das sieht doch danach aus, als ob da schon was eingerichtet worden ist. Blumen verwalten. Da werden auf jeden Fall keine neuen angezeigt, oder? Ich mach mal die Blumen hier rein. Keine Ahnung. Sträucher verwalten? Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir jetzt die... Aber der zeigt mir gar nicht... Normalerweise zeigt er mir die ja an, wenn die da reinstehen. Fruchtbarkeit, Buschei-Gemütlichkeit. Okay, davon haben wir nur eins. Dann machen wir das mal da rein. So, dann Tropfenstille. Beere reichhaltig, Behaglichkeit. Da haben wir jetzt auch nur eins von. Nehmen wir das mal. Ich denke mir ja immer, ne? Am besten irgendwas nehmen. Oh, Biene glänzend. Das ist doch keine Biene. Okay. Machen wir es so, dass wir hier Raupe Fülle, wäre natürlich auch nicht schlecht. Habe ich jetzt schillernd hin? Nee, ich habe die Seelenruhe genommen, ne? Die ist jetzt selten. Ich nehme die mal. So, dann haben wir irgendwelche seltenen Fische eventuell. Das ist ein ungewöhnlicher Fisch, okay. Und irgendwie, man hat ihm immer erklärt, hatte das mit der Farbe im Hintergrund auch noch zu tun, wie selten die sind. Aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Also ob jetzt blau besser ist oder grün besser ist, das weiß ich jetzt nicht. Wobei Bubblerreichlichkeit ist natürlich nicht schlecht. Aber der Guppi, hat nicht irgendjemand nach dem Guppi auch mal gefragt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich nehme mal den Guppi. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt mal einfach so. So. Dann haben wir das Naturschutzgebiet hier auch schon mal ausgestattet. Und können auch direkt schon wieder was einfordern. Gut, darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Moment, da. Gras ist grün. Gras ist immer grüner. Sehr schön. Ein Baumplatz. Das ist doch nett. Ach so, genau. Das erinnert mich übrigens wieder da dran. Lass mich mal hier raus. Dass wir ja im neuen Gebiet definitiv auch noch die Zufriedenheit erhöhen müssen. Moment, Waldregion da. Weil insgesamt müssen wir natürlich noch zwei... Was haben wir denn hier alles? Die können wir noch einziehen lassen. Achso, das waren diese Dreierhäuser, die wir haben. Genau. Oh nein, habe ich dich irgendwie beleidigt? Nein, hast du nicht. Was möchtest du denn? Bäckerei. Bäckerei ist auch nicht schlecht, ne? Die brauchen auch was zu essen. Ja, zieh mal ein. Du bekommst dann später eine Bäckerei, wo du rein kannst. So. Hallöchen. Sag mal, hast du den Rest der Reisegruppe gesehen? Weiß ich nicht genau. Bibliothek ist auch immer gut. Ich hoffe, da haben wir noch Platz für. Dich lassen wir auch mal einziehen. Irgendwie sind die ja alle so für die Bibliothek, ne? Habe ich so das Gefühl. aber der guckt so traurig irgendwie. Ja. Okay. Wir haben natürlich nicht so viel Platz. Ach, hier oben. Das habe ich doch... Es gibt hier wahrscheinlich etwas Wertvolles, aber ist es die Suche wert? Da habe ich aber doch gesagt, die sollen sich darum kümmern. Hallo? Moment, da muss ich jetzt mal eben nachgucken. Weil ich ja offline auch noch mal kurz durch die Stadt gelaufen bin und geguckt habe, ob ich hier noch was wegmachen kann. Ach nee, ich hatte nicht genug Miora. Das war das. Ah, genau. Ja, ja, ja. Dann mach bitte. Stimmt, ich hatte nicht genug Miora. Hui. Okay, dann... Schauen wir mal eben. Was haben wir denn hier oben? Der Teil gehört ja auch noch dazu. Da könnten wir ja theoretisch auch noch was hinmachen. So, was haben wir denn gesagt? Eine Bäckerei und eine Bibliothek war das, ne? Ein Haus. Ja doch, klar, ein Gasthaus haben wir ja. Das ist ein normales Haus, glaube ich, hier oben. Bäckerei können wir auf jeden Fall machen. Die Frage ist, wie machen wir das am besten? Vielleicht so ein bisschen... Ne, Moment, das ist der Eingang, ne? So ein bisschen hier hinten vielleicht. So. Bäckerei und Bibliothek können wir jetzt natürlich wieder nicht. Stadtgarten, Tempel... Ne, da haben wir nicht genug für...
Stadtgarten bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Ach so, Gemischtwarenladen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass wir hier einen haben für einen Gemischtwarenladen, würde ich den auch mega gerne machen. Wen haben wir denn hier überhaupt? Bibliothek, Bäckerei, ja, für dich machen wir ja noch. Gasthaus, der arbeitet ja schon im Gasthaus, soweit ich weiß. Wieso hat der einen Ausruf? Ach so, der hat ein Ausrufezeichen. Ah, Moment, bei denen kann ich alles was machen. Moment, Moment. Wir gehen erst noch mal auf die Häuser, weil wir müssen die ja noch verschönern. So, was haben wir denn hier? Nee, Moment, halt, stopp. Das haben wir ja schon verschönert. Es sieht nicht so aus, aber das haben wir schon. Gab es denn noch was anderes? Blumenkasten oder so? Nee. Ist auch schon voll von den Plätzen her. Das ist auch voll von den Plätzen her. Das haben wir auch schon verschönert. Ja gut, Bäckerei können wir natürlich noch nicht verschönern. Da können wir auch noch nicht reinmachen, dass mehr rein dürfen. Großes Haus. Stimmt, die beiden sind neu gebaut worden. Dann machen wir mal einfach irgendwas rein. So, was so einigermaßen passt, hoffentlich zumindest. So, Blumenkasten und so haben wir alles nicht. Marke, was ist das? Für ein Gebäude ausrüsten, um einen Bewohnerplatz freizuschalten. Und haben wir von den zwei tatsächlich schon so viele? Ach du Schande, okay. Gut, dann haben wir das schon mal verbessert. Und das andere große Haus. Das machen wir dann, oh ja, das machen wir dann so ein bisschen knallig auffallend hier. Und was Grünes. Meine Stimme meint es heute auch irgendwie nicht mehr gut mit mir. So, zwei Plätze können wir auch in eine freischalten. Perfekt. Ja, da können wir nichts mehr machen. Dann bauen wir noch was. Da wir jetzt nicht genau wissen, was wir jetzt hier noch brauchen werden. Ach nee, wir können. Ach, ich habe keine Miora mehr. Oh, okay. Dann müssen wir erstmal eine kleine Pause machen, was das betrifft. So, baue eine neue Getreidemühle. Getreidemühle. Ein neues Restaurant. Restaurant und Getreidemühle. Da muss ich mal gucken. Ich kann, glaube ich, beides gar nicht, oder? Doch, Restaurant kann ich, habe ich aber noch nicht alles für da. Doch, Getreidemühle. Oh, okay. Moment, da müssen wir mal eben. Wir brauchen dringend trocken und weich. So, 15 und 5. Das muss ich mir kurz aufschreiben, damit ich da gezielt auch nach farmen kann. Und ein Restaurant haben wir gesagt. Einmal niedlich 10. Die haben wir schon. Das ist gut. Und matschig. Matschig haben wir auf jeden Fall ausgelegt. Warum wir das jetzt nicht haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich waren wir da noch nicht ernten. Gut. Dann lassen wir das hier erstmal so. Können wir ja nicht allzu viel machen momentan. Wobei, er zeigte mir doch vorhin an, da ist er, genau, dass der noch eine Quest für mich hat hier. Es ist eine Sie, aber es ist nicht schlimm. Nachdem ich es erfolgreich mit Marmelade eingesaut habe, brauche ich wahrscheinlich ein neues Shirt. Du hast nicht zufällig Ersatz für mich? Doch, habe ich. Habe ich eigentlich den anderen schon versprochen? Aber darfst du gerne nehmen. Bitte schön. Rein ist glücklich. Und hier muss ich ja auch noch die Quests machen, damit ich die Zufriedenheit erhöhen kann. Danke für das saubere Shirt, Gameplayerin. Keine Sorge, ich kleckere mich sicher bald wieder mit Marmelade ein. Ja, das macht mir ja gerade Sorgen. Aber okay. Gut, wir haben eine Professorenbrille erhalten dafür. Da können wir nichts machen. Hatten wir nicht irgendwo was zum Verschönern oder so? Moment. Der Typ hat was mit einem Pulli drin. In dem roten und dem. Ach, die sind in den Häusern drin. Aber wieso sehe ich das denn nicht draußen? Ja, du sollst nicht schlafen, du sollst mit mir reden. Was für ein hübsch gemachtes Bett.
Finde ich auch. Aber du sollst anscheinend irgendeinen Auftrag für mich haben. Hallo? Dann gucke ich jetzt zur Strafe bei dir, ob du irgendwas hast, was ich mir klauen kann. Wenn du nicht mit mir reden willst. Aber es scheint nicht so. Hier ist nichts im Glitzern. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die Symbole bedeuten, dass ich da eine Quest bekomme. Ist er auch da? Ja, ne? Er liegt wahrscheinlich jetzt auch im Bett. Das war so klar, dass der jetzt auch hier pennt. Ist aber eigentlich ganz nett eingerichtet. Warum stehen hier aber nur zwei Betten drin? Komm mal her. Findest du, ich trinke zu viel Kaffee? Ja, grundsätzlich soll man nicht so viel Kaffee trinken. Wollen wir reden? Nein, eigentlich wollen wir nicht reden. Ich glaube, er war das aber mit dem Pulli. Habe ich denn einen Pulli? Nee, ne? Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Große Ernährungsverstärkung. Ein klasse Geschenk für Bewohner. Kreativität. Moment, wo arbeitet... Achso, nee, Traumjob ist Bäckerei. Das muss ich den Leuten geben, das kann ich gar nicht. Aber doch, das kann man aber auch direkt ins Haus machen. Ich glaube, das habe ich mal direkt ins Haus reingemacht. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen verwirrt, was das jetzt betrifft. Ich dachte, das heißt jetzt, die haben quasi eine Quest für mich. Vielleicht heißt es auch, das wäre das nächste an Quest, was sie dann haben. Hier haben wir nichts mehr mit den Immerlingen. Und hier muss ich jetzt mal schauen. Moment, matschig? Irgendwo hatte ich matschig. Mysteriös, stachelig. Trockenmatschig, genau. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Ich würde dann aber auch gleichzeitig sagen, dass wir... Also ihr müsst mir jetzt natürlich nicht die ganze Zeit dabei zusehen, wie ich jetzt hier auf dem Planeten wieder arbeite. Wenn noch irgendwas Spannendes dazukommt vom heutigen Tag, dann schneide ich das noch mit rein. Vielleicht noch eine Quest oder irgendwas. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal von dieser Folge für euch. Und hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann nochmal was Neues machen können. Ich werde dann auch nicht, wenn wir jetzt wirklich nur was haben, wo wir, keine Ahnung, die Gebäude zum Beispiel nur von der Optik her ein bisschen verändern oder sowas. Oder vielleicht ein Gebäude bauen. Das werde ich dann jetzt nicht extra noch aufnehmen, es sei denn, dass ich es direkt in der Folge mit drin habe. Weil ich denke mal, das ist ziemlich langweilig, wenn ihr immer das Gleiche seht. Ihr wollt wahrscheinlich, wie ich auch, natürlich was Neues erleben. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann schalte ich euch wieder hinzu. Ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. So, zum Abschluss werden wir jetzt eine Welt freilassen, weil außer zwei, drei Raupen tut sich hier auf der Welt gar nichts mehr. Wenn du die Welt Inselentfaltung freilässt, verschwindet sie zusammen mit dem Weltensamen, der benutzt wurde, um sie zu erschaffen. Sollen wir dem Samen für seine Dienste danken und hier Platz machen, damit eine neue Welt wachsen kann? Ja, bitte. Ja, und schon können wir hier einen neuen Samen anpflanzen. Leider habe ich keinen mehr.